Das Lachen. Okay, geht los. Hallo Freunde und herzlich willkommen bei den ScooterInnen hier in Berlin, ja? Und wir ziehen nicht in den Krieg, das sind keine Bazookas auf meinen Schultern, ja? Sondern das sind zwei Hoverboards und das jeweils für 200 Euro. Denn wir haben uns gedacht, nach eurer harschen Kritik an unserem Video billig versus teuer, ja, dann testen wir doch einfach mal die Billigheimer untereinander. Und genau das machen wir heute. Heute stellen wir die Dinger auf den Prüfstand und dann gucken wir mal, wie die Teile sich anstellen. So Leute, wir haben uns eingedeckt mit zwei Hoverboards für jeweils 200 Euro. Da erstmal vielen Dank an die Kollegen und Kolleginnen, die uns diese Fahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, damit wir wirklich mal testen können, wie verhalten sich eigentlich diese billigen Hoverboards. Und als allererstes stellen wir die Dinger auf die Waage. Unboxing erspare ich euch, ist eh nichts drin, außer ein Ladegerät und einer englischsprachigen Bedienungsanleitung, beziehungsweise Englisch und Mandarin, also sprich Chinesisch. Ja, ist jetzt nicht meine Sprache, aber egal. Kommt, wir haben jetzt hier zwei unterschiedliche Hoverboards. Das kann man hier, denke ich mal, sehr gut erkennen. Schon anhand dieser Felgen, die sich hier wirklich gänzlich unterscheiden. Ansonsten im Design, würde ich sagen, sehen die absolut identisch aus. Wir haben hier ein etwas anderes Design, was die Trittflächen betrifft. Das heißt, hier haben wir nochmal so drei durchgezogene Linien. Und daran lässt sich schon so ein bisschen erkennen, okay, wir haben hier tatsächlich auch zwei unterschiedliche Hersteller, was dieses Thema betrifft. Jetzt schalten wir mal die Waage ein und gucken mal gemeinsam rauf, wenn diese sich ausgerichtet hat, was die einzelnen Hoverboards jetzt wiegen. Wir fangen mal mit dem hier an, stellen das mal rauf und das bringt 10,32 auf die Waage. Oh, das ist nicht ohne, also 10,3 Kilo ist schon mal fett. Und dann haben wir hier nochmal das zweite Hoverboard, das bringt 10,24 auf die Waage. Also das sind hier gerade mal 10 Gramm Unterschied. Ist also irgendwo in Summe wahrscheinlich alles dieselbe Suppe. Ja, also da sehe ich jetzt schon mal keinen Unterschied. Ich würde sagen, wir schrauben die Teile jetzt mal auf, gucken mal rein, was drin steckt und sehen mal nach, ob da vielleicht ein Unterschied drin besteht. Jetzt hier stehen und mir fällt eins sofort auf. Wir haben hier auf jeden Fall einen Akku drin, der ISO-zertifiziert ist, der auch beschriftet ist und wo die Kabel vor allem ordentlich abgedichtet sind. Ja, hier wackelt also nichts rum. Vergleichen wir das mit dem anderen Hoverboard, beide kosten dasselbe. Haben wir hier so eine Steckverbindung, die halt eben, weiß ich schon, auch so ein bisschen auf Spannung sind, nochmal extra mit Heißkleber versehen wurden. Und die Batterie ist nicht gekennzeichnet. Ich weiß also überhaupt nicht, was hier drin ist. Ja? Also was wurde jetzt hier tatsächlich verbaut? Das ist für mich überhaupt nicht ersichtlich. Gehen wir dann rüber auf das Gehirn des Ganzen. Sieht diese, diese Leiterplatte, diese Platine für mich erstmal gleich aus, ist sie aber nicht. Wir haben also hier keine Beschriftung der Platine. Ich kann also diese Platine überhaupt nicht zuordnen. Währenddessen wir hier ein Produktionsdatum haben aus November 2015. Mit einer entsprechenden Kennziffer, ja, sodass man also auch erkennt, von wo stammt diese Platine eigentlich her. Ja. Wenn man sich den Rest anguckt, was die Motoren betrifft, sieht auch das in etwa identisch aus, wobei dieser Motor etwas weiter hinausragt, was hier dieses äußere Design betrifft und dieser halt eben etwas mehr hineinragt. Also auch da gibt es unterschiedliche Hersteller und unterschiedliche Charakteristika. Wie sich das Ganze jetzt fährt, werden wir gleich mal testen. Das heißt, wir gehen jetzt mal raus und fahren jetzt mal beide Hoverboards, aber wie ihr seht, kommt nicht alles aus der gleichen Fabrik. Es gibt hier wirklich Unterschiede und das kann man hier wunderbar erkennen. Ja, der Dicke testet hier. So soll es sein, Junge. Das sieht aus, als wenn du auf dem Reitpferd sitzen würdest. Wir machen jetzt mal den Belastungstest hier, um mal zu gucken, ob die Dinger irgendwie ausfallen oder wenn sie zu warm werden, dass sie halt eben irgendwo dann auch zu wenig Strom bekommen teilweise. Das sieht, oh, wir haben schon das erste Signal bekommen, aber Danilo provoziert es jetzt auch extrem. Also das sieht ganz gut aus, oder Digga? Ja. Okay, komm, nimm dir das nächste. Digga, bist du bereit? Sehr gut. Und ich will nichts hören, dass wir uns hier nicht anstrengen, um die Sachen vernünftig zu testen.
Ja, das sieht gut aus. Ich habe aber das Gefühl, dass das Board noch ein bisschen mehr Schmackes gibt. Ja. Und ein bisschen agiler ist, ne? Ja, das hält noch besser durch. Das hält besser durch, sagt er gerade. Komm, ist okay. Ich muss es ganz kurz filmen. Hau ab da. Ja, was hat dein Arsch gemacht? Hier, schön unsere Telefondose. Du machst mich fertig, ey. Mann, Mann, Mann. Wir gehen jetzt raus und gucken mal, wie die Dinger sich draußen anstellen. Also Leute, wir haben uns jetzt mal die beiden Boards geschnappt und gucken mal, wie die sich jetzt anstellen. Ich würde sagen, wir machen beide mal eine Kreisfahrt, Danilo. Ja, wir drehen uns mal im Kreis. Einmal rechts, einmal links. Also bei mir ist alles in Ordnung. Wie sieht's bei dir aus? Also bei mir ist der linke Motor auf jeden Fall hinüber. Also ich kann mich links, wenn ich jetzt links drücke, das ist die schnellste Geschwindigkeit. Mehr geht nicht mehr. Also Danilo meint gerade, dass linke Seite bei ihm überhaupt nicht mehr so richtig funktioniert. Das heißt, er hat ja wesentlich mehr Widerstand. Wenn er sich rechts rumdreht, funktioniert das wunderbar. Bedeutet, hier kommt anscheinend nicht mehr genug Saft an. Aufgrund dieser kleinen Überlastung, also man pendelt ja gerne mal vor und zurück, ist das Ding wahrscheinlich schon überhitzt. So, die Transistoren geben nicht genug Power ab. Und dadurch hat der Motor einen größeren Widerstand und schnackelt auch nicht mehr so richtig. Das ist auch das Modell, wo der Akku nicht gekennzeichnet war. Und wo auch die Platine nicht entsprechend gekennzeichnet war. Also ganz klar, ja, die Boards kommen alle nicht aus dem gleichen Werk. Es gibt Dutzende Zulieferer, was diese ganzen Sachen betrifft hier, was ob jetzt Cases, Akkus oder auch Platinen oder Motoren betrifft. Und das ist nun mal nicht alles dieselbe Suppe, ja. Auch das Kalibrieren ist bei den Geräten unterschiedlich. Ich muss sagen, ich habe hier wirklich Glück gehabt. Meiner fährt sich echt gut, kann man jetzt nicht meckern. Wie jetzt so ein Langzeittest ausfällt, müsste man mal schauen. Aber jetzt so in Summe bei mir kann ich erstmal sagen, top. Und Danilo kotzt ein bisschen, weil seins ist nicht so pralle. Und dreh dich mal nochmal, schnellste Drehung bitte, um die rechte Achse. Das ist die schnellste Drehung. Ja. Ist ja ein Witz. Linke Seite nochmal, dreh dich mal auf die andere Seite. Ja, viel schneller, ne? Also Rotationsgeschwindigkeit wesentlich besser. Also Haken dran. Man muss hier ganz klar sagen, jo, da bin ich nochmal. Also mit minderwertigen Komponenten kann es natürlich schon mal passieren, dass sowas ausfällt, dass es da zu Problemen kommt. Das waren jetzt relativ neuwertige Boards, die wir da gestellt bekommen haben. Und sowas darf natürlich nicht passieren. Man pendelt gerne mal vor und zurück. Und dass so ein Gerät dann gleich in die Überhitzung geht oder ähnliches, ist natürlich scheiße. Meins hingegen ist gar nicht so schlecht. Da kann man wirklich nicht meckern für 200 Euro. Wie das jetzt im Langzeittest aussieht, kann ich euch nicht sagen. Müsste man mal prüfen und ausprobieren. Aber in Summe jetzt erstmal würde ich sagen 50-50. Das eine Board hat ein bisschen abgekackt. Das Board wiederum, muss ich sagen, Daumen nach oben. Aber wie gesagt, man steckt nicht drin, man weiß auch nicht, was drinsteckt. Man muss die Dinger wirklich aufschrauben und reingucken, damit man weiß, was einen erwartet. Und ich würde sagen, wir geben dem Ganzen jetzt nochmal ein kleines Fazit. Ui. Komm her, Dicker. Oh, willst du mich küssen? Ich hab dich so lieb. Oh ja, von hinten. Oh, wie schön. Oh! So geil. So, also wir versuchen jetzt nochmal das Gerät hier zu kalibrieren von Danilo. Wir schalten das dafür mal ein und halten den On-Off-Schalter gedrückt. So, akustische Rückmeldung. Jetzt hat es einmal noch gepiept. Jetzt fängt es an zu blinken. Und das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Er muss es jetzt nochmal an und aus machen. Mach nochmal an und aus. So, und wieder an. So, dann stellst du mal hin. Und dann gucken wir mal. Okay. Jetzt geht gar nichts mehr. Okay. Also, das Gerät sagt gerade, leck mich am Arsch. Ich fahre jetzt mal in eine andere Richtung. Komm, jetzt machen wir draußen nochmal. Wir kalibrieren das Ding nochmal. Vielleicht nicht hochkant, sondern mal stehend. Komm, mach mal draußen nochmal stehend. So, wir machen jetzt draußen nochmal den Test in der ganz normalen ausgerichteten Position. Wir halten wieder den Knopf gedrückt. Kriegen ein akustisches Signal. Jetzt fängt die Lampe gleich an, rot zu blinken. Nicht orange, nicht grün, nicht gelb, gar nichts, wie bei anderen Hoverboards. Und das war's. Lass mal los. Schalten nochmal ein und aus. Wunderbar, und wieder einschalten. Und der Danilo macht jetzt nochmal den Test, stellt sich jetzt nochmal rauf. Na. Stell dich mal. Das sieht so ein bisschen nach vorne geknickt aus. Ja, das ist jetzt. Warte mal, das sieht ja bescheuert aus. Also, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Also, das Board ist jetzt tatsächlich nach vorne geneigt, aber ein ganzes Stück sogar.
Das ist ja total bescheuert. Also das Kalibrieren hat hier nicht ganz funktioniert. Wir testen das mal an dem anderen Hoverboard ganz kurz. Jetzt nochmal der Test hier mit dem anderen Hoverboard. Wir halten wieder den Knopf gedrückt, warten auf ein akustisches Signal. Da war es. Die Lampe fängt wieder an zu blinken, die auch ein bisschen anders aussieht, die LED hier. Und das war's. Okay, wieder an- und ausmachen, Danilo. Und jetzt ganz normal raufsteigen. So, der Dicke steigt jetzt mal ganz normal rauf. Ja, und das hat funktioniert. Also hier eindeutig, das Board ist gerade. Es neigt sich nicht so stark nach vorne wie das andere. Mach mal eine Kurve, Dicker. Und links, rechts nochmal. Und nochmal einen kleinen Speedtest. Ja, das sieht gut aus. Ja, super. Also der Dicke ist zufrieden, ich auch. Heißt aber auch, unterschiedliche Komponenten, unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Software. Die Geräte reagieren auch unterschiedlich. Das ist jetzt hier eindeutig bewiesen. Wir gehen mal wieder rein. So, wir machen jetzt mal ein Fazit zu dem Thema jetzt billiges oder günstiges Hoverboard. Beide Balanceboards 200 Euro. Ja. Sie sind von unterschiedlichen Herstellern und ich denke, das hat man auch gesehen. Zum einen, was die Komponenten betrifft, und da möchte ich euch mal ganz kurz aufklären. Es ist aktuell so, dass wir über 10 Fabriken in China haben, die diese Balanceboards produzieren. Und die produzieren diese Balanceboards mit drei Hauptkomponenten. Zum einen gibt es Zulieferer für die Cases, also für diese Außenschale. Dann gibt es Zulieferer für die Elektronik, sprich die Platinen und die Akkus. Und es gibt Zulieferer für die Motoren. Wenn man das alles zusammenwürfelt, ohne es vorher zu testen, dann kann es natürlich dazu kommen, dass diese Balanceboards nicht das machen, was sie machen sollen. Und genau das ist hier der Fall. Wir haben jetzt also ein Balanceboard, was richtig gut abgeschnitten hat, wo er zertifiziert ist, wo der Akku beschriftet ist, wo die Platinen beschriftet sind und wo es auch sich richtig gut gefahren hat. Und wir haben ein Balanceboard, was grottenschlecht war. Das hat man, denke ich mal, auch gesehen. Aber wie sieht es in so einer Fabrik eigentlich aus? Ja, wir haben jetzt hier mal aktuelles Bildmaterial für euch. Also so sieht es jetzt aktuell in so einer Fabrik aus. Und da sieht man schon, wie diese Balanceboards übereinander gestapelt werden, zu Hunderten, und wie dort kleine Produktionsstraßen sind und wie man da versucht, so schnell wie möglich und so kostengünstig wie möglich auch zu produzieren. Auch so ein Test, also so ein Sicherheitscheck, ja. Schaut mal hier, da testet man das gerade auf ihrer Belastbarkeit. Das ist ja auch okay, aber ob das jetzt aussagekräftig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Das nächste Problem ist, ihr kauft euch jetzt ein günstiges Balanceboard für 200 Euro. Wer macht denn eigentlich den Support für euch? Was ist denn, wenn ihr mal ein Problem habt und die Sachen müssen repariert werden oder ihr braucht Ersatzteile? Da geht es dann nämlich schon los, weil diese Importeure momentan eigentlich in der Regel gar keinen Plan haben. Die wollen nur eine schnelle Mark damit verdienen und eigentlich gar keinen Service euch angedeihen können. Oder die kommen direkt aus China und sagen euch, ey, du musst das Ding abschicken. Dann sind es mal 6 bis 8 Wochen und vielleicht siehst du dein Board am Ende gar nicht wieder oder es wird vielleicht auch gar nicht repariert. Das ist ein bisschen schwierig. Also das Thema Balanceboard an sich ist momentan ein kompliziertes und komplexes Thema, weil momentan so viele Hersteller und auch Produzenten auf den Markt drängen. Das sind über 100 an der Zahl. Passt da also ein bisschen auf. Ihr könnt Glück haben, wie wir jetzt mit dem Einboard. Ihr könnt aber auch Pech haben. Das hat man auch gut gesehen, denke ich mal. Und für diejenigen, die sich unsicher sind, die sollten halt einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ja, das ist unsere persönliche Meinung. Und alles Weitere wird sich zeigen. Aber dass euch so ein Board auch um die Ohren fliegen kann, das wisst ihr schon. Ich habe ja noch mal ein kleines Video rausgesucht. Ja. Da sieht man sehr schön, wie dieser Akku quasi explodiert und die Feuerwehr kommen muss, um das Balanceboard am Ende zu löschen. Ich hoffe, dass euch das nicht passiert, aber man steckt in den Sachen nicht drin. Also passt ein bisschen auf. Ja, günstig ist nicht immer gut, aber man kann auch Glück haben. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, kommt einfach vorbei, besucht unsere Internetseite oder ruft einfach an. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, eure Scooterhelden Berlin.